Die ist halt so eine, dieses Klischeebild von, ich bin so eine gestandene, selbstbewusste Frau. Ich mag Darauf sowas stehst du nicht. nicht, dass du. Staffelhalb, halb dein Maul, Ach, Dino. wir laufen schon. Wir laufen Ach, schon. das wusste ich gar nicht. Das habe ich ja Quatsch erzählt. Ja, das habe ich jetzt hier eingefangen und jetzt mache ich mich vorm Internet über dich lustig. Aber nicht das N-Wort reinmachen, bitte. Das habe ich Okay. nur unter uns gesagt. Das ist sehr witzig, weil, also es ist natürlich nicht witzig, dieses Wort, also das habe ich noch nie gesagt. Erstmal hier dieses Tattoo. Guck mal. Hast du gesehen? 24? Okay, gut, weil ich dachte vorhin ganz kurz. Im Halbschlaf, Moment, ist das ein Hakenkreuz, weil ich komplett verbümmelt war, aber ich wusste ja eigentlich, dass es ein 24 ist. Ja. Ja, aber es gibt auch, ich will nicht sagen, es gibt auch solche Codes, ja, und Menschen, die sich eine 24 tätowieren lassen, weil es eben wie ein Hakenkreuz aussieht. Ja? Gibt es wirklich in der Oh. Szene? Ja, weil Will die. ich nicht gesagt haben. Also ich will es mal Also, gesagt haben. wer in der Szene denkt, dass eine 24 aussieht wie ein Hakenkreuz, ist eigentlich dumm. Also, das ist jetzt nicht so Es nah. wirkt schon ein bisschen so, Vielleicht doch. eher eine 25 oder so, oder? Egal, Vielleicht guck dir mal das eher. an, was ich von Jendrik geschickt habe. Und während du das geschickt bekommen habe und während du das liest, sage ich ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunkt Internet. Und ja, Okay. ja, da freust Der kam unerwartet. dich, ne? Ja. Das war wie, ich habe gestern auch ein Jodel gelesen auf Instagram mit deine Freundin muss nur dir gefallen, nicht deinen Freunden, nicht deinen Kollegen, nicht deiner Frau. Das Doch. fand ich ganz witzig. Wenn ihr so von aus nichts kommt, du erst denkst, oh, was für ein Scheiß, und dann, ach ja, Ja. jetzt kommt die Ironie, die Punchline. Ja, Finde ich und witzig. wir finden das witzig. Wir finden unsere Namen manchmal nicht. Und deswegen sagen wir, wir sind Torben und Ronny. Okay, Rainer. Rainer, okay. Wobei Ronny auch gut ist, hier im Osten. Ich bin noch nicht so richtig wach, wie Das du ist ja merkst. ganz was Neues. Ja. Nee, also, hallo Leute, wir ordnen für euch die letzte Woche ein, weil da ging einiges und das, ich weiß ja, wie es ist, Mann. Es ist so überfordernd. Ja. Was passiert? Was ist der neueste Trend im Internet? Ja, Soaking, ja. Muss ich jetzt irgendwo reinhalten, ohne mich zu Soaking. bewegen? Na, Ach das ist so so, ja, dieses stimmt, kennt man ja Mormonending. nicht, stimmt. Wir klären hier auf, also wir sind quasi Brennpunkt Sexpraktiken manchmal. Aber auch so ein bisschen Frühstücksfernsehen, nur im Radio, weil wir ja immer am frühen Morgen aufnehmen und dann so verschlafen klingen. Ja. Das fühlt sich ja für die Hörerinnen und Hörer ja an, als würden wir, weiß ich nicht, als würden wir früh aufstehen, auf Play drücken, während wir unseren Kaffee trinken oder unseren Tee Ja. trinken, Und vor uns hinpalabern. das Wort, was du suchst, ist authentisch, ja. Authentisch, Wir ja. verstellen uns nicht für Nee, euch. Wir sind natürlich nicht. hier, wir sind genau so, wie wir sind. Wir sind greifbar. Also gebt uns all euer Geld. Ihr müsst nur mal in eure Lautsprecherbox reingreifen, da könnt ihr meinen Hoden fühlen. Aber ich ver Ja. verrate nicht, welchen Hoden. Okay. Ja. Apropos Trends, Apropos Hoden. apropos Hoden, es gibt einen ganz furchtbaren viralen Hitler. Mhm. Und zwar ich bin ja noch auf den alten Facebook-Gefilterten unterwegs. Und da gibt es gerade diesen Trend, dass irgendwelche Künstlerinnen und Künstler und Bands posten, sowas in der Art, markiere deinen Lieblingskünstler und schaue, ob er antwortet. Das machen gerade irgendwie gefühlt alle. Und da habe ich dann zum ersten Aber Mal, Lanzer ist gar nicht auf Facebook, oder? Lanzer nicht leider, die kannst du gar nicht markieren. Mist. Wobei die vielleicht doch einen generierten Artikel haben, aber kann sein, weil es viel in ihrem Profil angegeben haben. Und Heaven Shall Burn war dann so die erste Band, die es auch gemacht hatten, aber die sich drüber lustig machten und geschrieben haben, markiert eure Lieblingsband und guckt, ob wir antworten. Die haben es dann wieder ein bisschen, weißt du, guckt, Ach, die haben das ob wir selber antworten, geschrieben. genau. Ach, lol. Nee, Ja. ich mag die ja eigentlich so. Ich auch, eben, es war ja witzig. Ja, da gibt es ja auch persönlichen Bezug. Und ich Ja. beiß mir bis heute in den Arsch. Ich hatte das Angebot, in Tokio bei denen auf eine Show zu gehen. Ich habe es komplett vergessen. Die Ah. waren halt gleichzeitig mit mir da und Naja. richtig dumm. Richtig dumm for free, so, weißt du. Egal. Dumm gelaufen. Und das ist jetzt so ein gutes Ding, ja? Ne, nicht gut, es ist ein viraler Hitler, wie gesagt. Es Ach ist so, halt es geht dir irgendwie, auf den hat Sack. mich genervt. Ich habe das dann bei irgendeinem Künstler dann kommentiert, dass es irgendwie billige, wie nennt man das denn, Reichweitengenerierung ist. Da haben sich dann die Fans auf mich gestürzt. Nee, das soll lustig sein und so. Und es macht auch nur aus Spaß. Aber wenn das irgendwie
Es ist halt Reichweitengenerierung, dass du halt viele Kommentare bekommst oder dass andere auf dich aufmerksam werden. Ist ein bisschen billig, diese Ist Variante. wahrscheinlich von Facebook selbst generiert, weil die Plattform so scheiße und am Sterben ist, dass sie denken, oh, jetzt schnell alle auf Facebook, da könnt ihr mit eurer Lieblingsband reden. Und Hassbeiträge. Es gab auch diese Whistleblowerin, was wir auch kurz im letzten Podcast oder vorletzten Podcast hatten, Ja. dass Facebook sich durchaus bewusst ist, dass der Hate Speech angewandt wird und das eben die Reichweiten generiert und ihre Werbeeinnahmen hochschellen lässt. Ja. Gut, wir haben schon oft über Facebook gewettert, beziehungsweise ich eher und du so, oh, ist eigentlich ganz okay. Es Und ist eine furchtbare Plattform, ich weiß ich das. finde, ich muss jetzt auch nochmal sagen, dass die rein von, was weiß ich, von der Programmierung oder so, also die ist bei mir die einzige Seite, die auch im Browser irgendwie übelst hackt und leckt und es dauert übelst lange, Bei keine Ahnung. mir nicht. Bei dir nicht. Nee. Also wenn ich da so durchscrolle, das habe ich nämlich gestern mal gemacht, warum auch immer. Und das war irgendwie alles ganz langsam und Naja, es ist ja auch für die ältere Generation so ein bisschen inzwischen konzipiert. Also ursprünglich ja nicht, du ja. meinst nicht so schnell durchscrollen, nicht, dass sie einen Herzinfarkt kriegen. Wahrscheinlich. Ja, ist ja echt so. Also früher war es ja so für Studis gedacht. Ja. Und inzwischen hängen ja Tante Ingrid und Onkel Klaus irgendwie da Das rum. sind jetzt wieder irgendwie die Verwandten von Rücki. Ich Musst du glaube die jetzt auch. hier reinziehen, Ich mache gerade so ein bisschen Bingo, aber mal ey? gucken, ob es funktioniert. Ja, und die hängen ja jetzt da mehr rum und teilen irgendwelche tollen, lustigen Beiträge und Glückwünsche und Bilder aus ihrem Garten und so. Ja. Die Studis sind jetzt alle bei Instagram. Die Schulmenschen sind bei TikTok und die Studis sind bei Instagram. Die Schulmenschen, die Grundschulmenschen sind bei TikTok, Genau. ja. Und die Kindergartenkinder, wo hängen die so rum? Was ist die Plattform von übermorgen? Was denkst du? Gute Frage eigentlich. Was ist das Next Big Thing? Kommt Was? MySpace zurück, wissen wir es? Oh, also MySpace zurück fände ich sehr gut, weil ich nach wie vor da einen Track gerne runterladen würde, der aber nicht mehr abspielbar ist. Man kann ihn noch anwählen, aber man Ja, kann kenne irgendwie ich. nicht darauf zugreifen. Also MySpace kommt zurück. Ansonsten, was hatte ich gestern? Es gibt keine Plattform, in der du einzelne Dinge bewerten kannst. Das ist mir gestern aufgefallen. Ich würde sagen, programmiert das mal, füllt diese Marktlücke und werdet für mich bitte reich. Ich brauche das Geld nicht. Ja, seid mir einfach dankbar oder schreibt mich dann in den Text hier nach einer Idee von. Ich habe nämlich zum Beispiel Pomelo habe ich ja neu entdeckt und gestern habe ich noch gegoogelt Sanddornsaft, ja, Ja, weil ich wissen wollte, was das der ist sehr ist. gesund, wenn du krank bist. Aber es gibt keine Seite, also es gibt natürlich Chefkoch oder sowas, wo Ja. Rezepte sind, die dann bewertet werden, aber so einzelne Sachen und Essen, wo man einfach so eine Review schreiben kann, so, was halte ich von einem Fußball? Ja, was halte Ja. ich von einem Apfel? So. Das kannst du in eigentlich auch posten, so als Beitrag. Ja, Aber aber du das willst es ist ja offiziell nirgends, haben, genau, dass es ich eine will es Seite für Gurken zusammengeführt. gibt und so und für jede Genau. Gurkensorte eine Seite. Und dann kannst du schreiben, Na, nicht, sehr wässrig ja, und nicht bitter. speziell auch, also das war jetzt gar nicht mein Ansatz, aber klar könnte man auch machen, Gurkensorten, sondern einfach nur Gurke, ja. Ja. So, da gibt es dann zum Beispiel größere Kategorien, Freizeitbeschäftigung, Lebensmittel, ja. Und dann gehst du auf Lebensmittel und dann steht da einfach nur Apfel. So, und dann steht dann, okay, der Apfel hat bei 10.000 Bewertungen eine 8 von 10. Da weißt du, okay, wenn ich mir einen Apfel kaufe, mache ich nichts falsch. So, Ja, und okay. eine Pomelo hätte dann vielleicht nur 6 von 10. Und da denkst du, okay, das ist dann, da muss ich aufpassen. Na, aber ich muss sagen, Dinge, die von vielen Leuten auch mit der 10 bewertet werden, finde ich ja auch kacke, wie Pilze zum Beispiel. Viele lieben Pilze. Ich glaube nicht, dass Pilze über 8 von 10 wären. Es gibt viele Leute wie dich. Mich zum Ja, Beispiel. aber es gibt trotzdem so, oder Bier zum Beispiel. Ja, Bier finden 90% der Menschen toll, würde ich jetzt mal behaupten. 90%. Aber ich finde Bier furchtbar, zum Ja, Beispiel. aber dann kann man ja trotzdem einen Querschnitt da sehen. Also ich bin dafür. Man kann bei Facebook ja Orwell, auch programmier das mal. Sachen bewerten, aber eher so Unternehmen und Marken. Und so Ja. richtig so ein Apfel ist ja keine Marke. Vielleicht Ja, gibt es ja eben. auch so Obstforen oder Deswegen so auch so vielleicht. allgemeine Sachen, meine ich, oder auch Ideen oder generell vielleicht laufen, ja. Einfach mal deine Meinung abgeben zu laufen. Weil, wie findest du Laufen? So. Ja. Und dann sagen Leute, ich hasse Laufen, so wie ich. Und dann sagen Leute, oh, Laufen ist eigentlich voll gut. Ja. Und dann kann man sich Reviews dazu durchlesen. Dann kann man wirklich einen langen Text zuschreiben. Ja. Was sind meine Gedanken zu Laufen? 8 von 10. Kacken. Ja. 8 von 10. Ich finde, das sollte es geben. Ich glaube, da ist viel, viel Witzpotenzial. Wie könnte denn sowas heißen? Viviogram. You view. Your view. Rate
Rate 8. Rate your shit. Rate your shit. Ja. So. Rate your shit können wir auf jeden Fall bald bei unserer Regierung auch machen. Ja, true. Die können wir heute auch mal einordnen. Also so ganz klar ist das jetzt noch nicht, aber es, also die Partyampel scheint auf grün zu stehen. Ja. Obwohl sie wohl eher auf gelb steht, wenn man dieses Papier sondiert. Denn alleine das irgendwie Klima nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich offiziell so ist mit der Gewichtung, aber dass das Klima nicht auf der 1 ist, lässt mir schon so ein bisschen den Hoden schlackern, sondern die Digitalisierung, die ist natürlich auch ganz wichtig. Ja, wir sind ja hier voll der Retro-Staat, ja. Also wir haben ja damals beim Mauerfall, haben wir diesen ganzen Staub von der DDR hier über ganz Deutschland verteilt, ja. Und deswegen sind wir so rückständig. Also, aber... Also das sieht schon sehr nach einer gelben Partyampel aus für mich. Ja, wahrscheinlich, weil halt die FDP so ein bisschen der Kanzlermaker sein wollte und auch sein kann. Und die FDP könnte sofort sagen, nee, ich gehe lieber zur CDU rüber. Deswegen haben die so ein bisschen auch die Machtposition und hatten deswegen bei den Sondierungsgesprächen auch die meisten, den längeren Hebel. Ja, das wurde ja auch in der... ich sage immer Elefantenrunde, aber es war die Berliner Runde. In der Berliner Runde direkt am Wahlabend hat der Herr Kingmaker, ja, der Königmacher Lindner, gesagt, ja, das wird hier keine Wiederholung wie damals. Wir werden diesmal dafür sorgen und Sorge tragen, dass die FDP nicht zu viel einstecken muss. So, und deswegen, ja. Haben sie geschafft. Alles, ich sag mal, ist trotzdem alles besser als CDU, von daher okay. Ja, und für Laschet sieht es ja auch jetzt sehr düster aus, also der ist ja, wird ja von allen Seiten ist attackiert und auch Söder hat schön zugestochen und immer so in Beisätzen erwähnt, ja, war der falsche Kanzlerkandidat und so weiter. Söder kann sich jetzt richtig rumsuhlen im Misserfolg von Laschet. Söder kann es von mir aus in allem rumsuhlen, was er will, solange er sich nur rumsuhlt und nichts anderes macht. Aber ich glaube, dass wenn Söder Kanzlerkandidat gewesen wäre, wäre die Wahl ganz anders ausgefallen. True, ja. Deswegen sind wir uns alle einig, dass wir Laschet danken für seine Inkompetenz. Ja. Findest du eigentlich den Song von Die Ärzte erhaben, dass der auf Laschet zutrifft? Macht irgendwie Sinn tatsächlich, aber ich finde, dass der Song erhaben ein bisschen zu... glorifizierend ist für Laschet, weil es in dem Song geht es ja darum, um Menschen, die nicht viel nachdenken, mit dem Kopf durch die Wand, mutig sind, auch wenn sie immer wieder hinfallen, sie machen weiter und Laschet fällt ja nur hin, aber hat ja nie Erfolge. So. Aber er macht weiter. Er macht weiter, aber er ist ja nicht erhaben dabei. Also es gibt so Loser, die erhaben sind, zum Beispiel... Ja, aber er denkt von sich vielleicht, der ist erhaben. Es ist ja auch mehr Herodes Definition von dem Song. Ja. Du hast übrigens, soweit ich weiß, noch nicht deine Top 19. Ich habe noch nicht reinhören können. Ich war jetzt die letzten Wochen echt busy, busy, busy. Aber es ändert sich jetzt im Winter. Winter ist ja immer so ein bisschen meine Winterschlafzeit, wo ich viel... Ach, Winter ist immer so deine Winterzeit, ne? Genau. Ja. Nee, meine Winterschlafzeit. Also ich muss da nicht so viel arbeiten und kann Dinge tun, die mir Spaß machen. Und da werde ich den Podcast erstmal anhören von euch beiden. Eure Bewertung. Und da werde ich... meine euch zukommen lassen und gerne zur nächsten Ausgabe auch hier verkünden. Okay, da freuen wir uns doch alle drauf, so wie auf die Regierung. Ja, mal sehen. Ich bin noch nicht so gehypt. Ich kann mir Scholz noch nicht so als Kanzler vorstellen, weil Merkel einfach zu sehr in meinem Kopf verankert ist als Kanzlerin. Aber es wird wohl so kommen. Richter Merkel-Sohn bist du. Leider. Wer aber kein Kanzler mehr ist, ist Kurz. Stimmt. Das ist ganz kurz nachdem wir den letzten Podcast hochgeladen haben, ist das passiert. Der Seppel Kurz ist abgetreten, der ehemalige Bundeskanzler des Österreiches ist zurückgetreten aufgrund Großdeutschen Österreiches. Genau. Ja. Aufgrund von Korruptionsvorwürfen. Dinge, von denen HC Strache noch irgendwie schwadronierte in seinen Videos, hat Kurz vielleicht wirklich durchgesetzt und hat sich halt bestechen lassen von vielen Seiten. Und er bestreitet es, aber ist erstmal als Kanzler zurückgetreten, bei der Begründung, es ist besser für sein Land, wenn ein anderer das Land führt, wenn es gegen ihn so ein Misstrauen gibt. Aber diese Vorwürfe sind alle nicht wahr. Aber er bleibt Fraktionschef der, wie heißt die Partei nochmal? Nicht SPÖ, FPÖ, PN. ÖVP oder irgendwas. ÖPV. Ja, sowas in der Art. Ja, österreichische Scheiße, muss man nicht wissen. Die haben ja eh immer nur so komische Bezeichnungen für alles. Im Endeffekt heißt die Partei Öpfelstrudel auf der Kürzeli.
Ja, vielleicht. Also es war ja auch deswegen so, weil die Grünen, also die haben auch eine Koalition mit den Grünen, das ist seine Partei, und die haben wohl so ein bisschen gedroht, die Koalition platzen zu lassen, wenn er nicht zurücktritt. Und jetzt können die quasi an der Macht bleiben. Und es war so ein bisschen so ein, wenn du jetzt nicht austrittst, dann platzt die Regierung, Neuwahlen und so. Wäre noch weniger geil. Deswegen lieber abtreten. War schon klug von ihm. Auch wenn ich kein Fan von ihm bin. Ja, also ich bin so ein bisschen, ja, also ich glaube, da ist gar nicht so viel, was da jetzt passiert und der wird wiedergewählt. Aber so ganz klar ist das ja nicht. Irgend so ein, was hatte ich noch zuletzt gelesen, dass irgend so ein Anwalt will, dass irgendeine Immunität aufgehoben wird oder sowas. Aber aktuell, der ist ja auch so eine Kultfigur da, ne? Der ist ja, das ganze Land ist ja irgendwie hellblau oder so. War das hellblau bei dem? Ich glaube, Ich diese dachte, hellblau ist Parteifarbe. die FPÖ, dachte ich immer, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich kenne Seine ihre Farbe Farben nicht. ist irgendwie, alles ist weiß-hellblau oder so, glaube ich. Und deswegen, ich glaube, der wird einfach wiedergewählt und gut ist. Aber eigentlich, wen interessiert Österreich? Ja. Es war nur das Spannende, dass er halt der jüngste Kanzler war, so in der Geschichte. Ja. Und immer als Baby-Hitler bezeichnet wurde. Weißt du, was Österreich für Deutschland ist? Das ist halt echt, wenn bei so einer Rakete, die fliegt so hoch, ne? Und dann fällt ja eigentlich dieser ganze Antrieb, der fällt einfach ab und ist total unwichtig. Und das ist Österreich für uns. Hitler war in diesem Antrieb drin, der hat uns groß gemacht damals und jetzt brauchen wir Österreich auch nicht mehr. Eigentlich nicht, Ja. nee, das war's. Wir haben noch so ein paar Sachen mitgenommen, so Mozart und Falco und so, und das war, und Moneyboy. Falco hätte man nicht mitnehmen müssen. Halt dein Maul. Ja, nein. Ist okay. Ich find es okay, dass Falco existiert. Existierte. Existiert. Noch schön in die Wunde rein. Nein. Wer auch schön in die Wunde reingeschlagen hat, war wieder mal ein Tankstellenkunde. Es gab wieder einen kleinen Vorfall in, Moment, Bad Abbach. Und da hat ein Das ist doch Tankstellen. diese Disco-Band da, oder? Genau, Bad Abbach. Oh Gott, ja. Genau. Money, money, money. Hat ein Angestellter an der Tankstelle einen Kunden auf die Maskenpflicht hingewiesen, welcher daraufhin ihm einen auf die Schnauze gehauen hat und geflüchtet ist. Ich will nicht sagen, dass es noch, dass Ich will es nicht sagen, dass ich recht doch, hatte, aber ich hatte ich recht. hatte so ein bisschen recht, es Na, wird, pass mal auf, Tino. Ich ja. wette, das war so. Wollte sich eigentlich eine Maske über die Faust ziehen Ja. und dann mit dieser Faust einfach mit viel Schwung diesem netten Mann eine weitere Maske ins Gesicht geben. Ja. Vielleicht wollte er auch sich selber diese Maske so ins Gesicht geben und hat sich einfach vertan. Da stand so hinter ihm der Tankstellenwart, so Maske aufsetzt. Ach, sorry, hat sie aufgesetzt und hat ihn dann beim Aufsetzen in die Fresse geschlagen. Der ist ganz unglücklich Ja, in die klar. Faust gerannt. Ja, dumm. Einfach nur blöd. Dumm Ja, gelaufen. ja, ja, ja. Ja, natürlich ist das dumm, aber das sind dann trotzdem. Wie viele Fälle sind das jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, was genau das in Erfurt war, was du mir dann zeitnah noch geschickt hattest. Da gab es ja auch eine Ausschreitung irgendwie. Das sind auch nur die Fälle, die auch in den Medien stattfinden. Und ich glaube, es gibt noch viel mehr Fälle davon. Von Leuten, die das einfach die gewalttätig werden aufgrund dieser Maskensache. Und der Mord war halt das Downlight bisher, aber es wird noch mehr kommen, glaube ich. Meine Vermutung. Das Wenn einmal Gegenteil dieser. von Highlight ist Lowlight, aber Ja. Downlight ist auch gut. Das stimmt. Ja. Downlight ist, wenn dein Kind an Trisomie, egal. Unterbelichtet, meinst du? Nee, das habe ich nicht gesagt. Ja, es ist natürlich nicht cool, aber das sind dann trotzdem, das ist, sind dann, lass es 10 Fälle sein auf paar 80 Millionen Leute, weißt du? Es ist trotzdem für mich noch keine realistische Angst. Naja, nicht re naja, wobei schon, Es ist ja also. immer noch wahrscheinlicher, in einem Autounfall zu sterben. So. Ja, aber wenn das Massenverweigerer lesen, solche Fälle, das ist ja, oh, da hat jemanden erschossen. Da kann ich ja wenigstens jemanden einen auf die Schnauze hauen, ja. Meinst du, so ticken diese Menschen? Vielleicht, wer weiß. Ich bin kein Psychologe, ich habe zwar studiert, 3 Semester, aber ich bin kein Psychologe. Aber kann ja sein. I don't know. Na gut, vielleicht. Weißt du was, bevor ich das vergesse, keine Überleitung, sorry Jules. Weißt du was über dieses besetzte Haus-Szenario hier in Weimar? Ja. Was grinst denn da so? Du warst da mit drin, okay, Nee, dann pack ich war nicht aus. drin, aber ich kann nicht so viel darüber erzählen, glaube ich. Du kannst nicht so viel drüber Nee, also erzählen. was ich weiß, sind, dass es einen Twitter-Account gab, wo die Menschen, die eingestiegen sind, so twitterten, ja, sucht uns doch und so, und haben dazu ein Schweinebild gepostet, von so Schweinen gepostet, so Richtung Bullenschweine vielleicht, wenn man es interpretieren möchte.
Und Ja, wo holst du denn das jetzt her, Tino? Was soll denn dieser Hass jetzt gegenüber der Polizei? ich versetze mich gerade in die Lage der HausbesetzerInnen rein. Mhm. Und dann war es wohl so, dass die Cops halt das Gebäude gestürmt haben, kamen erstmal nicht durch Zäune, mussten dann noch die Feuerwehr rufen, um das aufzuschneiden. Dann haben die Bullen alles abgesucht da drin und keinen gefunden. Und offenbar gab es diese Hausbesetzung eigentlich gar nicht. Das ist das, was ich weiß. Sie haben niemanden drin gefunden. Ja. Wir haben nur Banner dran gehangen von außen. Weil da waren ja irgendwie Banner. Ja, vielleicht waren die ja mal drin, aber zum Zeitpunkt, wo die Bullen drin waren, war keiner mehr drin. Ich merke an deiner Sprache eine Tendenz, Tino. Was? Naja, wie du diese armen Polizisten bezeichnest. Die Cops? Die Coppers, Die ja. Coppers. Das Copperfields. ist übrigens auch bei bei Bild TV gewesen. Und ich bereue, dass ich das weiß, aber bei Bild TV, bitte guck das nicht. Hat auch so eine Dame, so eine Reporterin gesagt, hier, die Polizei ist auch schon da. Und das wurde dann auf Reddit gepostet, aber bitte macht dieses Netzwerk nicht groß, guckt euch das nicht an, macht die einfach nieder, Springepresse, halt die Fresse, dies, das. Ja, nur noch als Kontext. Also in Weimar gab es ein leerstehendes Gebäude viele Jahre und das sollte jetzt, ich weiß nicht, was damit passieren sollte, verkauft werden, I don't know, renoviert. Ich habe es nicht ganz mitbekommen. Und da haben sich halt angeblich Jugendliche reingesetzt, wollten es eben besetzen, damit das ein günstiger Wohnraum bleibt und nicht überteuert wird und Gentrifizierung und so weiter. Das war so ein bisschen der Background. Ich habe es nicht ganz mitbekommen, nur am Rande und habe auch nur von Hörensagen Dinge gehört. Und dass einiges passiert oder auch nichts passiert. Okay. Also ich war dann abends mal kurz vor Ort, habe mir das mal angeschaut, nach meinem wohlverdienten Feierabend. Und da war ganz viele Polizeiautos und ganz viele Lichter und Ich so. habe das gesehen auf dem Herthaplatz, da standen irgendwie 15 Polizeiautos. Also Ja. was soll denn da, also was haben die denn da erwartet, Alter? Dass die sich da irgendwie verschanzen mit Sandsäcken und Gatling-Guns, oder? Das waren ganz gefährliche Kinder da drin, ja. Die könnten ja Maschinenpistolen da drin haben, diese fünf Leute und Molotow-Cocktails, na klar kostet da Millionen Bullenschaften. Ist ja wohl klar. Na gut, so viel zum Lokalteil. Ja. Also, wow. Die haben doch einfach nur einen guten Dienst erwiesen, weil wenn ein Haus leer steht, das schimmelt doch, wenn da nicht ein bisschen Rambazamba und Wärme drin ist. Eben, es muss gelüftet werden und belebt werden. Das stimmt. Eigentlich tun die nichts Schlechtes. Und ich habe auch jetzt gelesen, gerade noch bevor ich losgelaufen bin, dass auch. Wie heißt denn das in Berlin? Kopi 36 oder so ist auch. Ja, das war das, wo die Bildfrau war. Ach so, ist auch geräumt Köpi, worden. Köpi, genau. Köpenicker. Köpi Was habe ich ist. gerade gesagt? Das bereue ich. Ich meine, Ah, ja. Köpi-Dunkelhäutiger. Pass nur auf. Wurde auch geräumt, was auch jahrzehntelang leer stand, wo jetzt Menschen drin ge gelebt haben. Und jetzt soll es halt irgendwie auch wieder schön gemacht werden und überteuert werden. Wobei es wohl erst eine Einigung gab zwischen dem Besitzer und der Stadt. Dass die Stadt quasi aufkaufen wollte, dass sie halt da drin bleiben können. Aber dann haben die Besitzer gemerkt, dass sie mehr Geld rausholen könnten, wenn die Leute raus sind aus dem Gebäude und sie es halt noch für mehr Geld verscherbeln können. Dann ist der Deal halt geplatzt. Das ist halt die große Scheiße so, dass es ihnen halt nur um Kohle geht und Die je. große Scheiße ist Laschet. Genau das auch. Ja. Es ist halt so schade, dass das dann wieder irgendwie so gemauschelt wird, dass die Preise explodieren können und ja, das ist halt schade. Dass Wohnraum unbezahlbarer wird. Ja, müssen wir auch noch mal ganz kurz zurückrudern. Bei der Ampel habe ich vergessen, das zumindest zu erwähnen, dass das Wort Bürgergeld gefallen ist. Dass der Plan da ist, Hartz IV durch Bürgergeld zu ersetzen. Was genau das konkret heißt und ob das kommt, also das klingt für mich noch nicht nach bedingungsloses Grundeinkommen. Wir werden sehen. Ich bin da mal skeptisch, ja. Und wenn es auch heißt, Hartz IV dagegen zu ersetzen, ist das dann nur für Leute, die arbeitslos sind? Man weiß es nicht, wie es dann letztendlich umgesetzt wird. Da sind ja noch tausend Hebel und Leute im Weg, die vielleicht irgendwie. Aber ist ja schön, dass zumindest so eine Idee vielleicht im Raum steht. Aber Bürgergeld ist für mich irgendwie immer so ein befremdliches Wort. Das ist ja das Gute an bedingungslosem Grundeinkommen, dass es genau das sagt, was es ist. Ja. Bedingungslos. Und wenn es dann irgendwie heißt, okay, Bürgergeld, aber guck mal, bist du gerade ein Bürger? Du bist doch hier gerade übers Mittelmeer geschwommen. Ja, so eine Art wahrscheinlich. Ja, man kann daran sehen, dass es halt doch nicht so eine geile Idee war, die Grünen zu wählen. Also ich war noch nie ein Fan von den Grünen. Dachte mir zwar in den Triellen immer, ja klar ist Baerbock da so die bessere Wahl irgendwie und ihr würde ich eher eine Chance geben.
aber anhand, wie doch liberal die sind, also wie wirtschaftsliberal auch die Grünen sein können, wie schnell sie nachgeben, denke ich mir, gut, dass ich sie nicht gewählt habe. So. Ich glaube, mit einer Linkspartei in Sondierungsgesprächen wäre es anders gelaufen. Glaube ich. Meinst du, dass das mit einer anderen dritten Partei da anders gelaufen wäre? Dann wären die auf die FDP gar nicht angewiesen gewesen, weil dann hätten die ja eine Ach so, Rot-Rot-Grün machen so können. funktioniert das? Ja. Ja. Ja, wir gucken mal, Tino, wir gucken mal. Sowieso. Was man nicht mehr gucken kann, ist Hashtag alles auf den Tisch. Das war wieder eine Videoreihe Ja, von wir hatten es erwähnt. Corona-kritischen KünstlerInnen aus Deutschland, die Experten und ExpertInnen interviewt haben. Und da sind wohl auch Sachen gefallen, die nicht so klug waren und die ein bisschen irreführend sind. Und daraufhin hat YouTube halt Videos gelöscht davon, so. Weil die jetzt ganz hart dagegen vorgehen wollen, gegen Fake News und Falschbehauptungen, die entgegen der WHO sind und RKI und so weiter, weil die ja wissenschaftlich arbeiten. Ja, YouTube. RKI. Nee, nee, ich wüsste schon. YouTube nicht. Aber YouTube will da hart durchgreifen bei Misinformation und Impfgegnerei und so. Und Ja. darum löschen die viele Inhalte und es gab jetzt auch ja Juristenleute, die haben jetzt behauptet, dass es rechtswidrig war und es muss YouTube die wieder hochladen und so. Ja, ich finde Das es wird noch auch sehr ein spannend. bisschen schwierig eigentlich. Erstens natürlich mit Satire, zweitens mit Nuance. Ja, ist ja nicht jeder, der sagt, Impfen ist vielleicht, muss man mal gucken. Bin ich nicht der Meinung, aber das kann man doch ruhig auch mal sagen, ohne dass es gleich Verschwörungstheorie ist, sag ich mal. Natürlich, ne, Impfen finde ich super, ja, Ja. als Disclaimer. Schon geil, dass das gibt, dass wir hier krasse Krankheiten ausmerzen können. Aber also generell alles zu verbieten, was irgendwie kritisch dem gegenüber ist, finde ich auf jeden Fall schwierig. Und wer ist YouTube, das zu machen? Andererseits, wenn wir dann Facebook wieder gegenüberstellen mit Hate Speech promoten und Verschwörungstheorien, ist das schon die beschissenere Variante bei Facebook. Ja, aber oh, das ist so dumm, Ich ey. bin da eher dafür, das zu reklamieren, also dann aufzuschreiben, dieses Video entspricht nicht den wissenschaftlichen Annahmen oder sowas, dass man das so ein bisschen Ja. Na, beifügt. das, so ist es ja eigentlich, so gewissermaßen, wenn dann unten diese Dinger eingeblendet werden. Von Covid-19, es ist ja Ja. sehr, es ist Oder dadurch auch bei ja, der Bundestagswahl war das ja auch genau. eingeblendet. Ja. Das würde mir schon ausreichen, aber es dürfte nicht so versteckt sein. Es müsste offensichtlich sein, Achtung, folgendes Video hat reißerische Inhalte und sind wissenschaftlich nicht haltbar. So. Jetzt viel Spaß mit Attila Hildmann, wie er den Juden verprügelt. Ja. So. Es ist wissenschaftlich nicht fundiert, aber kann man mal machen, so einen Typen verprügeln. So, nee, eben nicht, das nicht. Es war ein bisschen Ja. übertrieben, aber so dieses, wenn man halt sagt, ja, Impfungen sind jetzt nicht so gut getestet, zumindest nicht die Corona-Impfungen sind nicht so getestet wie andere Impfungen. Vielleicht kann man ja mal in den Raum stellen, das zu diskutieren, von mir aus. Aber zu behaupten, dass irgendwie Schwangere davon, dass ihre Kinder verkrüppeln durch die Impfung und so, oder dass man irgendwie einen Krebs am Hoden kriegt von Johnson & Johnson, das sollte man halt nicht einfach kommentarlos sagen dürfen. Mit einer Einordnung, wie sie es bei Mein Kampf gemacht haben. Da gab es auch dann so eine Einordnung später. Eine kommentierte Ausgabe. Okay, ist die Einordnung dieses Buch schrieb ein wahnsinniger Massenmörder namens Adolf Hitler? Ach so, Aha. oder wie war die Einordnung dann? Naja, es war so ein bisschen auch, naja, es ist ewig her, als ich das gelesen habe. Es waren so Einordnungen von wegen, welche Zahlen die Hitler verdreht hatte oder auch so diese Rassentheorie nochmal aufzuweichen, dass es ja wissenschaftlich gar nicht haltbar ist und so weiter. Dass man das einfach so ein bisschen kommentiert hatte, was er da geschrieben hat, um das ein bisschen abzubremsen. Und dass es halt nicht einfach nur eine Propagandaschrift ist, von der man sich leiten lassen kann, sondern dass man eben auch nochmal eine andere Sichtweise bekommt. Na gut. Tino, hast du Squid Game gesehen? Nee, will ich auch nicht sehen. Es hat mich nicht umgerissen. Ich habe den Trailer geguckt und dachte mir, ah, es ist ein bisschen wie Takeshis Castle, nur noch ein bisschen dramatischer. Das ist eine sehr nette Beschreibung für die Serie. Ja, doch, so habe ich es wahrgenommen in dem Ja. Trailer. Und Mila guckt es irgendwie und meint auch, dass es nicht so geil wäre. Aber Mila wird es einfach konsequent durchgucken, einfach aus Prinzip, weil es angefangen wurde.
Aber ich weiß nicht, ich habe es mir noch nicht angesehen. Also ich finde es für alleine aus dem Aspekt gut, dass es nach Staffel 1 trotzdem halt ein halbwegs offenes, aber trotzdem ein Ende hat. Also es ist jetzt nicht so, dass man, das hasse ich eigentlich bei Serien. Wenn ich die anfange zu gucken und die sind noch nicht durch, das mache ich bei den wenigsten, dass ich die so aktiv verfolge. Und dann wartest du halt irgendwie ein Jahr, bis es weitergeht. Und dann ist es ja immer noch nicht zu Ende so. Und deswegen, das ist schon eine runde Sache nach 8 Stunden. Ich habe mir das jetzt endlich mal angeguckt. Der Hype ist ja wahrscheinlich gerade schon wieder auf dem Kipppunkt, aber kann man schon machen, finde ich. Kann man schon machen. Das ist jetzt keine Aber 10 von 10, aber wollte ich gerade fragen, ist denn der Hype gerechtfertigt? naja, ich kann ihn verstehen. Gerade weil ja zum Beispiel die letzten Jahre dieses ganze Battle Royale-Ding mit Fortnite und Apex Legends und PUBG und so gut angefeuert wurde. Und das ist das jetzt halt als hochwertig produzierte Serie. Ich habe gelesen, dass der Erfinder der Serie das schon vor Jahren geschrieben hat und Ja. ihm abgewiesen worden ist. Und jetzt war offensichtlich die richtige Zeit dafür. Ja. Kann man machen. Ich habe es jetzt immerhin mal erwähnt. Also Cool. ich habe gestern mit Mila noch geschaut, LOL auf Prime. Oh Gott. War mein erster Gedanke auch, Ja, weil er. warte. Ja, okay. Ich urteile auch nicht über die Sache an sich, aber der Trailer, den ich jetzt ganz oft schon sehen musste, der ist so finster, Alter. Kenne ich nicht. Das ist dieses mit deutschen Comedians, 10 Leute und Lachen ist verboten. Ha, ha, Genau. ha, ha, ha. Und der Trailer ist dann so, da lachen Leute halt so ein bisschen, hi, hi, hi und ha, ha, ha. Und ganz am Ende fällt dann Bastian Pastewka mit einem Stuhl um. Ha, es ist so witzig. War es auch? Ja, na gut. Also ich dachte auch, als mir das erzählt wurde, so, ja, da geht es um so Comedians, ich glaube 10 Stück, die nicht lachen dürfen, so für 6 Stunden und so weiter. Und die müssen halt sich immer zum Lachen bringen. So. Und dann gibt es auch noch externe Comedians, die reinkommen und sie zum Lachen bringen. Und irgendwie dann kommt so ein dicker Mann rein, der einfach nur lacht, 10 Minuten lang, und dann geht er wieder raus und dann dürfen nicht mitlachen und so. Dachte ich, ah, es ist ein bisschen so, aber es ist so unterhaltsam. Auch wenn, also ich kannte ja auch alle Comedians, außer in der zweiten Staffel, da kannte ich jetzt zwei nicht. Aber sonst so Bastian Pastewka und Tané, Engelke, Kurt Krömer, bin ich eh Riesenfan von dem. Und das ist schon super lustig. Und Max Giermann, der auch seine ganzen Figuren rausholt und dann auch anfängt, die Mitstreiter zu parodieren. Ich fand es sehr unterhaltsam. Ich kann es sehr empfehlen. Okay. Es ist echt nicht so awkward, wie es rüberkommt. Naja, wie gesagt, ich habe ja geurteilt aufgrund des Trailers, der mir immer wieder angeboten wird. Und dann habe ich eh schon so eine Abwehrhaltung, genau wie bei YouTube Music und YouTube Premium und die ganze Scheiße. Da denke ich mir jetzt erst recht nicht, ihr Assis. Ja, doch, es gab schon Werbung, die mich getroffen hat, wo ich dachte, alles. Ist ganz spannend, das schaue ich mir mal an. Ja. Es macht mich aggressiv, so YouTube-Werbung. Ständig, wenn du irgendwie so auch ein Video neu laden musst, musst du nochmal zwei Werbeanzeigen angucken. Und dann willst du vorspulen, nochmal eine Werbeanzeige, weil du gerade dahin gespult hast, wo eine Werbung gekommen wäre. Ja. Es ist eklig. Es ist echt ekelhafte, penetrante Werbung bei YouTube. Wo wir gerade bei Penetrieren sind, in Norwegen hat jemand mit Pfeil und Bogen Leute getötet, ja. Ja. Das war ganz schön hart. Ja, das war Das ist hart. eigentlich so die Meldung der Woche und wir droppen die hier zwischen LOL und mal gucken, was das nächste ist. Und das war ein Däne vor allem. Also ein Däne, der wohl Ein zum. Ausländer. Ein Scheiße. Ausländer, der zum Islam konvertiert sein soll. Und der hat mit, weiß ich nicht, ganz perfide mit Pfeil und Bogen Leute erschossen. Also was soll das denn? Also. Was soll das? Was fällt ihm ein? Kann er nicht ein Messer nehmen, wie ein normaler Also Amokläufer? erstmal ganz. Also klar, sicher, es ist Kacke, so was zu begehen. Aber wenn ich ein Terrorist wäre, da hole ich mir doch nicht einen Pfeil und Bogen, schieße damit Leute ab. Also gab es Leute, die sind mit Autos hoch. Kettino, was würdest du als Terrorist machen jetzt? Ne? Das will ich jetzt auch Bundesnachrichtendienst, hört nicht. zu. Das will ich jetzt auch nicht irgendwie ausführen, aber ich denke mir, Alter, Pfeil und Bogen, das ist doch vom Mittelalter. Es macht der nächste, kommt dann eine Guillotine irgendwie und stellt die irgendwo auf den Marktplatz, steckt Oma Gerda rein und dann wird sie Ja. geköpft. Also ich fand es ein bisschen komisch, also nicht lustig, aber so seltsam einfach. So eine Portable Guillotine, Alter. Einfach so eine kleine, so die Taschen, die Reiseversion, weißt du? Travel Size, Guillotine. Fünf Finger so Ja. Und dann nimmst du Stück dein für Opfer so Stück. Stück für Stück auseinander. Naja, aber weiß nicht, so ein Amokläufer mit einer Maschinenpistole, der macht ja Eindruck, weißt du, aber so mit so einem Pfeil und Bogen, so ein Link, weißt du, noch so eine grüne Mütze auf und Elfenohren und dann. Ach, das war nur ein Cosplayer, der hat es ein bisschen übertrieben. Wahrscheinlich. Das war Method Acting. Ja, Meth-Acting. Ich fand das echt seltsam, also weiß nicht, das fand ich kurios, die Art und Weise. Wenn du das sehen würdest, wird sich auch erstmal so Hände in die Hüfte gestemmt. Na, Naja, was soll denn komm. das jetzt? Also, hast du nichts Besseres?
Das ist ja voll Mittelalter hier. Das kann ich es aber nicht ernst nehmen. Nee, weiß nicht. Also ich fand es beim ersten Mal lesen ein bisschen kurios, dass das jemand macht. Es ist natürlich grausam, da Menschen zu ermorden, egal wie. Aber das fand ich halt komisch so. Also seltsam. Ja. Und also, er lebt ja auch noch, er wurde festgenommen und es gab 5 Tote. Und ich hoffe, dass sie ihn nie wieder freilassen. Ja. Ist halt auch schon einfach ein bisschen. Ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, das ist ein bisschen barbarischer einfach so. Ja, eben. Aber die primitiv. Sind doch da oben alle, diese ganzen hier. Wikinger und Wikinger so. Und so. Nicht? Ja, hätte ja auch so eine Axt mitnehmen können irgendwie. Ja. Weil eine Axt sehr unpraktisch ist. Und wenn du zuschlagen musst, dann laufen die ja weg in der Zeit. Ja, aber also der ist zum Islam konvertiert, wurde mir auch noch angezeigt als Information, aber der war jetzt schon so ein. Wenn man würde vor ein paar Jahren hätte man gesagt, ein Biodäne. Oder war der auch so einer, dass jetzt alle wieder durchdrehen? Guck mal, der hatte dunkle Haut oder so. Weiß ich nicht, aber ich habe nur gelesen, dass er ein Däne war. Ja. Ein Däne zum Islam konvertiert. Ist ja auch egal, wo er eigentlich herkam. Ist halt ein Idiot, so ein Spinner. Ah, okay. Meine Meinung. Ja, ist mal was anderes. Also mal gucken, ob der länger in Erinnerung bleibt als andere, weil er halt der Bogenmann ist. Ja. Hm. Auch mal was anderes dachten sich die Patienten eines Arztes aus Wending, denn ganz viele Patienten wollten sich impfen lassen bei einem Arzt und der hat aber komischerweise sie in den Popo gespritzt und nicht in den Arm, wie es üblich ist, und auch nur ganz kurz reingepiekst und hat dann gemeint, sie werden jetzt geimpft. Aber jetzt kam raus, er hat sie gar nicht echt geimpft, seine Patienten. Das war sein Penis, mit dem er. Es war sein Penis. Nein, es war halt einfach nur eine Fake-Impfung und wieder ein Arzt, der Leute gegen ihren Willen nicht impft. Es ist noch kein Mensch gegen seinen Willen geimpft worden, aber schon so viele gegen ihren Willen nicht geimpft worden, dass es so eine richtige Umkehr gab. Und der Arzt, dessen Praxis ist jetzt geschlossen worden, und er zeigt wohl auch keinerlei Einsicht. Das finde ich nicht gut. Aber das erinnert mich an einen Satz, den ich diese Woche gehört habe, der für mich der Satz der Woche ist. Vielleicht können wir da nicht die Holzschnecke, sondern den Marmor Jaguar vergeben. Das ist eine sehr gute Sache. Es ist wie Heroin, nur dass es aus dir rausspritzt. Ich hab so ein Video geguckt von Leroy will's wissen und da ging es um so einen Pornosüchtigen und irgendwie, ich weiß gar nicht, das wurde mir ich habe noch nie ein Video von dem geguckt. Leroy, der ist schon ganz, ganz unterhaltsam. Ich habe mich bei Nostra Fotz angemeldet und da wurde das irgendwie angezeigt auf der Startseite. Und dann dachte ich, da war irgendwas so auf dem Thumbnail oder so. Irgendwas hat mich gecatcht, da habe ich kurz reingeguckt. So ein roter Pfeil bestimmt, ne? Hab einfach mal durch die Kommentare gescrollt und habe ich diesen Satz gesehen und da musste ich sehr lachen. Also. Also ein Zitat von dem Menschen, der pornosüchtig ist. Oder war, ja. Genau. Also das ist wie Heroin. Also wenn er. Also es ist wie Heroin, nur dass das dir rausspritzt. Wenn er ejakuliert, dann ist er voll. So, das fand ich so witzig. Ich brauche einen Druck. Ja. Es gab auch diesen einen Musiker, Patrick Nuo, der auch pornosüchtig war. Der hat dann im Dschungelcamp irgendwie sich geoutet und das fand ich ja richtig. Da bist du schon irgendwie Patrick Nuo, weißt du, das ist auch schon peinlich. Dann gehst du ins Dschungelcamp, noch peinlicher, und dort gestehst du, dass du pornosüchtig warst. Ich wollte gerade sagen, im Dschungel ist ja schwierig dann. Ja. Oder gerade dann, wenn die ganzen halbnackten Models, die keiner kennt, da baden und duschen gehen. Und es gefilmt wird. Ich habe den Namen echt schon oft gehört, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, was das ist. Wahrscheinlich ein Sänger ist es. Wo ja, kommt der her? Der war Musiker, ja, aber ich habe auch gerade keinen Song parat, aber der war ganz bekannt. War. Na gut, wer immer noch bekannt ist, ist Prinz William und die ganze komische, hässliche Tricksfamilie da. Ja, ja. Ja, wir wissen, was gemeint ist. In England geht es nämlich auch drunter und drüber, da gibt es auch die ein oder andere Meldung. Erstmal, Prinz William hat sich geäußert. Der hat gesagt, great minds should focus on saving Earth, not space travel. Ja. Und wow, hat er recht. Cool. Ja. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, great minds haben uns seit irgendwie 50 Jahren jetzt gesagt, wie wir die Erde saven, und es passiert nicht. Ja. Auf der anderen Seite, ja, aber kann man schon drauf eingehen. Aber darum ging es nicht. Das war jetzt nur die Überleitung. Die Queen hat auch irgendwas gesagt, von wegen bla bla bla, dass die Leute sich hier nicht um die Erde kümmern, ist ja komisch. Dann gab es noch
die Aussage, dass der andere Prinz, der Prinz Andrew, der mit Epstein hier Best Buddy war, dass der wahrscheinlich nie wieder in der Öffentlichkeit stattfinden wird, so. Aber das eigentliche Ding ist, auch dort gab es einen Mord. Es gab Ja. ein politisches Attentat auf einen MP Einen von. konservativen Abgeordneten. Yes, yes, yes. Aber ich weiß nicht, Und wie er heißt gerade. Ich habe mir nicht das auf ist Sir. notiert. Ich muss Zeit schinden. Burxtebootz. So heißt der. Sir David Ames. Während einer Bürgersprechstunde ist abgestochen worden. Ja. Aber ich weiß gar nicht, gibt es da schon irgendwelche Motive? Naja, der Angreifer wollte, dass der tot ist. Ach so. Ja. Ah, ungewöhnlich für einen Naja, Mord. Tino, pass mal auf. Du kennst dich ja aus in diesem Netzwerk. Das war zum Beispiel jemand, der die Ehe für alle nicht so gut fand und so. Ah, aber der Politiker auch nicht, der war auch Naja, konservativer, meine ich oder? ja. Ach Der so, Politiker wegen ah. Motiv. Ich dachte jetzt der andere. Weil wenn ich Der mein Messer Täter. den reinstecke, kriege ich meine Ehe für alle. Nee, also das ist nicht bestätigt, dass das das Motiv war. Es ist halt nur so einer von diesen. Das war ein radikaler Regenbogenaktivist, wahrscheinlich so eine Drag Queen irgendwie. Ja. Ah! Hat dann in sein Gesicht reingestochen. Ja. Ja, und da muss man sagen, das ist in England die letzten 200 Jahre fünfmal passiert und zweimal davon innerhalb der letzten 5 Jahre. Das ist dann schon irgendwie ein bisschen eigenartig. Kommt oft vor, ja. Stell dir mal vor, Unverhofft hier, kommt oft. wenn hier zwei Jahre, zwei Leute innerhalb von 5 Jahren aus dem Bundestag irgendwie wegattentatiert werden würden. Naja, Walter Lübcke war ja einer, der erschossen wurde. Dann diese komische Rekas wurde ja fast tot gestochen damals im Wahlkampf. Aber Lübcke im Bundestag, war er nicht nur irgendwie so ein lokaler Ich kann kurz Dulli? gucken, Walter Lübcke, was der war. Ich dachte, der war auch irgendwie so Landtag oder sowas. Hm. Walter Lübcke. Auch traurig war ein Bekannter von mir, der Schauspieler ist, der hatte eine Figur entwickelt, die hieß auch Lübcke. Und das war gerade zu dem Zeitpunkt, wo der erschossen worden ist. Landtag war, warte mal. Er war im Landtag 10 Jahre lang, aber am Ende. Am Ende hat er doch nichts mehr gemacht. Er war doch nur in seiner Gartenlaube und. Ja, während des Mordes, aber nicht den ganzen Tag. Meinst du? Ich finde es gerade ganz schnell nicht, was er war. Ja, gut. Ja, das ist auf jeden Fall hart. Also, so politische Morde finde ich schon echt crazy, muss ich sagen. Ist echt crazy. Was auch, Also. was auch. Bist du doch in England? Nee, ich bin hier neben dir. Hallo. Hallo. Sprich. Was auch crazy ist, und ich war schockiert, ja. Helene Fischer Oh nein, hat gestern, Helene. pass auf, ihr Album veröffentlicht, ihr neues. Und meine Mama ist ja großer Fan von der. Ja, N deine deswegen, Mutter. ja, Ja, deswegen, deswegen höre ja. ich da manchmal auch rein. Und mir wurde dann von einem ehemaligen Freund von mir, der jetzt Querdenker ist, der schickt mir manchmal noch so Nachrichten, so von wegen, liest ihr das mal durch und so. Hat mir einen Link geschickt zu einem Song von ihrem neuen Album. Und der Song heißt: Wann wachen wir endlich auf? Oh nee, ist die jetzt auch Und eine von diesen. er hat es genauso interpretiert, dass sie jetzt auch ein Wachschaf ist. Ja. Und sie singt halt echt über die Corona-Krise. Aber das meint sie andersrum. Es gibt nämlich so eine Zeile, die kann ich ganz kurz zitieren. Die habe ich nämlich meinem Freund, den ich einfach mal jetzt Lars nenne. Atemlos durch die Nacht wegen der Maske. Au, au, Nein, au. wenn sich jeder selbst nur wichtig ist, egal wie hart es andere trifft, sag mir, wie soll es dann nur funktionieren? Also ist es eher so rum gemeint, dass alle nur an sich denken und irgendwie wir uns nicht irgendwie nicht impfen lassen. Also interpretiere ich das und keine Masken tragen. Oh, ich krieg schon wieder gerade übelsten Weltschmerz. Weißt du, also du sagst hier dein Verschwörungstheoretiker Kumpel, alleine, dass der sich denkt, guck mal, die Helene macht einen Song drüber. Das schicke ich jetzt mal am Tino, weil dann ist er bestimmt überzeugt. Ja. Weil die Helene, die Wissenschafts-Helene, macht einen Song drüber. Oh, diese Logik, Alter, da Ja. dreht sich mir alles um. Aber in diesem Kontext hätte ich es erstmal nicht gehört, wenn ich den jetzt nicht gehabt hätte, ja, mit Corona. Aber ich habe auch dann nachgelesen, dass es echt darum gehen soll. Aber wenn es dann darum gehen soll, ist es eher andersrum gemeint. Wie gesagt, dass es eher darum geht, dass wir uns solidarisch uns verhalten und andere schützen können, aber es nicht machen. Und aber bei YouTube gibt es ganz viele Kommentare unter dem Song von wegen, endlich ja, ist sie auch aufgewacht und gut, dass sie auf unserer Seite steht. Aber ich glaube und hoffe, dass sie es andersrum gemeint hat.
Also die Zeile wirkt für mich auch sehr stark danach. Vielleicht ist sie aber auch einfach eine Commerz-Bitch, genauso wie Billie Eilish, die jetzt irgendwie hier so einen komischen, hier so eine komische JBL-Box oder wie auch immer, so eine ähnliche halt, Das so eine machen sie alle, Bluetooth-Box ja. hat promotet, mit ihrem Gesicht drauf. Wow, die ist auch noch so klein, ja. Also Billie Eilish Billie meine Eilish ich. ist Ihre sehr Brüste klein, nicht. ja. Was? Moment. Das Nein, ich stimmt. meine die Box. ja, das ist geil. Die ist jetzt volljährig. Wir können die jetzt endlich sexualisieren. Wie Nee. auch Thunberg. Stimmt. Ja, die hat nicht so große Schläuche. Da soll die sich mal ranhalten. Das Was soll denn stimmt. das? Es gab auch den Skandal von Leni Klum, der Tochter von Heidi Klum, die wohl mit 17 auch so ein Oben-ohne-Bild postete, wo sie ihre Brust so ein bisschen bedeckt hat. Das war auch ein Riesenskandal. Also nur als Neben-Fun-Fact. Wo hat sie das gepostet, damit ich diese Seite Instagram. umgehen kann? Instagram. Ah, Leni okay. Klum. Nee, keine Ahnung. Also das Ding ist, ich kann über große Ocken immer ganz lustig reden, weil ich stehe nicht auf große Ocken. Und dann kann ich das immer, da fühle ich mich nicht so schlecht, wenn ich da drüber Witze mache oder so. Aber ich weiß gar nicht, wie dieser, das war irgendwie so ein Running Gag mit Billie Eilish, große Schläuche. Egal, wir sind gerade ganz weit abgewichen. Worum ja, ging's? Helene Helene Fischer. Fischer. Dass die vielleicht genauso Kommerz ist, weißt du, dass die sich denkt, ich schreibe jetzt mal einen Song, der beide Seiten anspricht. Wo beide denken, aha, endlich sagt's mal einer, aha, die Helene bezieht mal Stellung, weißt Ja, aber wobei die Tendenz ja kommerziell ja so rum ist, dass man, wenn du dich in diese Richtung auch nur annähernd äußerst, dass du querdenkerisch sein könntest, verlierst du ja eigentlich alles. Alle, die das gemacht Ja, aber ist haben, ja nicht aufgrund der Zeile, ist dann es ja eigentlich. noch nicht, aber trotzdem ist es, also auch wenn der Verdacht besteht, dass du ein bisschen so denken könntest wie diese Querdenker, verlierst du ja sämtliche Arrangements und Engagements und so weiter und Verträge. Übrigens, wo wir gerade von großen Schläuchen und Frauen reden. Helene Fischer ist für mich das absolute Sinnbild von einer objektiv nicht hässlichen Frau, die für mich so hundertprozentig unattraktiv, also nicht im Sinne von hässlich, sondern im Sinne von egal. Ja. Also das ist wirklich die personifizierte Egalheit Ja, ja. von Frauen für mich persönlich. Da finde ich, da kommt noch mehr dran, Julia Engelmann. Kenne ich nicht. Das ist so eine, die wurde Poetry bekannt, ja, Slammerin, so bekannt, so die mit, hat doch oh, wenn wir mal was. alt sind, schauen wir zurück und so weiter. Oh. Und die ist die Mittel, das Wow, Alter, Mittelmaß. das ist ja meine Aussage. Wenn wir alt sind, schauen wir zurück. Ja, aber so von wegen, was wir alles nicht gemacht haben und so, so richtiger Bullshit, so Kalendersprüche. Und die ist für mich das Mittelmaß in Person. Die ist so mittelhübsch, mittel-talentiert und mitteltiefgründig. Und das ist, langweilt mich einfach. Der hat so Bücher veröffentlicht mit so ganz furchtbaren Kalendersprüchen, macht Musik mit Kalendersprüchen. Ja, aber weißt du, was die jetzt hat? Zumindest von dem, was ich hier rausgoogle, die hat halt so ein bisschen dieses, Mädchenhafte noch. ja, nicht unbedingt mädchenhaft, sondern dieses eher natürlich wirkende. Ja. So. Und das hat halt die Frau Fischer nicht. Die hat halt schon dieses, die ist halt so eine, dieses Klischeebild von, ich bin so eine gestandene, selbstbewusste Frau. Ich mag Darauf das stehst du nicht. nicht, dass du. Nein, aber weißt du, was ich Die Frauen meine? müssen ganz unten ganz klein Es sein. gibt ja auch irgendwie 20-Jährige, die sich dann irgendwie, ich weiß nicht, was ist, das ist irgendeine Art, sich zu schminken, die dann irgendwie gleich so wirkt wie 35, was jetzt auch nicht per se was Schlechtes ist, aber halt dieses, keine Ahnung, dieses, ich bin jetzt total ernst, so, ich glaube, das ist es halt eher. Und noch dazu ist es halt, keine Ahnung, dieses typische, ja, blond, bla, langweilig, keine Ahnung. Aber ich muss auch sagen, zu Frau-Stereotyp spricht mich nicht an. Wenn du in diesen Filmen und Serien immer diese ganz schönen Frauen hast, diese Sexbomben angeblich, die dann irgendwelche komischen Höschen tragen und haben dann so komische dicke Lippen und sind gebräunt und übelst geschminkt, das finde ich nie sexy in solchen Filmen. Oder auch in diesen ganz bekannten Pornos oder diesen Ja, das ist Profi-Pornos. das Klischeebild, die blonde, große Mit runden Ockenpaula, Ocken, ja. die mit dem Thick-Ass und so. Weiß ich nicht, das ist, vielleicht ist es auch einfach zu inflationär überall, weil die ganzen Werbebilder sind dann auch eher in diese Richtung. Keine Ahnung. Finde ich auch langweilig, diese runden Öcken und so. Ich will eckige Brüste. Wo ist Lara Croft, wenn man sie Ja, braucht? so ist es. Ja. Die hat mich mehr geprägt. Gut, haben wir jetzt erstmal all unsere Leute beleidigt. Jules ist zum Beispiel auch blond, also komplett langweilig. Nein, Jules hat ein sehr schönes Lächeln. Tut mir leid, Jules. Ja, ich will dich hier nicht runterziehen. Alle Menschen dürfen sein, was sie wollen. Wenn sich Menschen wohlfühlen, wie Helene Fischer auszusehen, gerne. Ich habe auch nicht per se was gegen blond, aber irgendwie dieses. Ach, im Gegenteil, ich finde blond jetzt irgendwie jetzt nicht hervorstechend, aber blond kann auch sehr, sehr schön sein. Keine Frage. Aber ich bin eher so der Typ für
von bunten Haaren oder von schwarzen Haaren. Weißt du, was ich noch attraktiver finde als Frauen? William Shatner. Der sieht für seine 90 Jahre sehr, sehr gut ja, aus. Ja, das stimmt. Ja. Aber noch attraktiver finde ich wenig arbeiten. Ja. Beziehungsweise, ja, also ich ja. mache ja gerne viel freiwillig, ja, so ist es nicht. Wenn ich da irgendwie ein Projekt habe, dann klemme ich mich da auch dahinter, so ist es nicht. Aber ich kämpfe, ja. Ich kämpfe für euch da draußen, die ihr einem 9-to-5-Job hinterher humpelt. Und in Kanada hat wieder ein CEO gesagt, wir haben die 4-Tage-Woche getestet und werden definitiv nicht zurückgehen zum 5-Tage-Dings. Ja. Also überall, wo es getestet wird, ist es auf fruchtbaren Boden getroffen. Und es ist halt auch einfach die logische Konsequenz aus Roboter nehmen uns die Arbeit ab und guck doch mal, wie geil das ist. Also vielleicht auch nicht, muss man gucken, wenn zu viel Facebook und so da ist, aber wenn die Leute mehr Zeit haben, sich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht eine stupide Arbeit sind. Es gibt natürlich auch Arbeiten, die geil sind, die abwechslungsreich sind, aber ich glaube nicht, dass es... Callcenter zum Beispiel. Das ist auch noch vielleicht ein bisschen kreativer, aber jemand, der an einem Fließband immer wieder genau das Gleiche macht, ist jetzt vielleicht nicht das Spannendste. Natürlich gibt es auch Leute, die das meditativ und dann wiederum geil finden, auch alles legitim, aber wenn man das einfach einen Tag weniger macht und dann sich dafür mehr um seine Familie kümmern kann oder ne, über Freizeit, das ist dann schon nicht schlecht. Klar, und wenn es klar. gleichzeitig die Produktivität steigert, statt zu senken, win-win-win. Sehe ich ganz genauso, da rennst du bei mir offene Türen ein. Hm. Das ist das sogenannte Kreiswichsen, was Herr Wollers immer uns vorwirft. Ja. Aber es stimmt halt. Naja, wir halten halt hier nur bestimmte Flaggen hoch. Ja. Ich halte zum Beispiel die Flagge der Uiguren hoch und nicht die Flagge von China. Da gab es nämlich jetzt auch wieder eine neue Entwicklung, die komplett harmlos ist. Da braucht man sich keine Gedanken zu machen. China ist nämlich about to bannen News-Outlets, also alle möglichen Institutionen, die berichten, die nicht direkt mit der chinesischen kommunistischen Partei zusammenarbeiten. Was ist denn da los bei denen auf einmal, dass sie jetzt so komisch. Richtig diktatorisch werden? Aber es nimmt auf einmal so Züge an, das geht alles sehr schnell, finde ich. Ja. Dieses Verbannen von weiblich aussehenden Männern und Popstars und so, jetzt das, die nehmen ganz schön, die gehen aufs Gas derzeit, wie Deutschland damals. Richtig, richtig. Ich hoffe nicht ganz so, aber ja. Und stell dir das mal hier vor, ja. So, Springerpresse ist ja so ein bisschen CDU-nah. Ja? Und die haben ja irgendwie auch so Insights dann immer. Stell dir mal vor, die Regierung sagt plötzlich, ja, alles außer Springerpresse verbieten wir jetzt mal. Die hier nicht irgendwie... Wird nicht passieren. Also natürlich nicht, aber vor allem nicht jetzt nur damit man das nachempfinden kann, ja, ja. So wie absurd das ist. Ja, na, ich glaube, wenn du dann dort wohnst und das schon so ein bisschen kennst mit den komischen Punktesystemen und so weiter, dann ist es für dich keine Überraschung mehr. Ja, das war China. Was eine große Überraschung ist, war William Shatner, der war im All. Ach stimmt. Jeff Bezos hat den alten Herrn Shatner für 10 Minuten ins All geschossen und er kam wieder zurück. Ja. Jetzt war Captain Kirk wirklich im Universum. Ich wollte gerade sagen, für die Leute, die das gar nicht wissen, das ist so ein Typ aus so einer Star Trek-Serie. Star Wars Trek Enterprise oder so. Ja. Ja, ich weiß nicht so viel über den, ich gucke das nicht, aber der. Also, wenn ich so mit 90 aussehen würde, würde ich mich nicht beschweren. Und auch so agil sein. Ja. Googelt echt mal William Shatner rein und dann denkt euch mal, what the fuck, dieser Typ ist nicht 60. Ja, nee, der ist 90 fast, ne? Der ist über 90. Krass. Ja. Wer auch fast über 90 ist, ist Trump. Wir wollen ihn zumindest hier mal wieder reinnehmen, denn der könnte ja tatsächlich 2024 nochmal relevant werden. Oder auch nicht, denn Trump sagt, solange nicht die Republikanische Partei wirklich sich hinter ihn stellt, bedingungslos, und sagt, hey, diese Wahl, die letzte, die war falsch, ruft er auf, dass alle Republikaner nicht wählen sollen. Da gibt es natürlich jetzt Leute, die sagen, okay, da beschwere ich mich jetzt nicht. Nö, ich nicht. Aber ist schon interessant. Zeitgleich schickt er jetzt immer E-Mails raus, die Kürze von Tweets haben. Das finde ich auch ganz niedlich. Er darf nicht mehr twittern, dann gibt es jetzt hier so 280 Zeichen E-Mails an seine Supporter. Koffefe. Ja. Gut. The best regards, Donald J. Trump. Yes. Hast du noch was? Ansonsten, ja, ich guck mal nach der Zeit, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Gerne. Wer auch lieb grüßt, sind die Taliban. Denn offensichtlich haben die deutschen Einsätze dort unten noch was gebracht. Und zwar ist es ab sofort so, dass öffentliche Leichenhängungen nicht mehr ohne richterlichen Beschluss gemacht werden dürfen.
Das heißt, wenn du Leichen ausstellen willst, brauchst du eine Genehmigung. Aha. Zu wem geht man dann? Zum Bestatter oder darf ich noch mal kurz? Zum Taliban-Amt, so, und dann beantragst du, ich habe meine Oma hingerichtet, da darf ich die bitte an die Straße hängen als Zeichen dafür, dass Dann Oma. kriegst du da einen Stempel und sagt er und los. Genau, quasi, dann darfst du deine Ja. Oma aufhängen draußen. Okay. Immerhin, ist ein Fortschritt. Kostet das was oder wie ist das? Ah, bestimmt so eine Bearbeitungsgebühr, bestimmt. Und ist das dann je nach Zeit, je länger die Leiche hängt, weil die riecht ja dann auch irgendwann streng oder gibt es da so ein Papier, was man daneben hält? Okay, ja, das ist dieser Schimmelgrad, der geht noch, aber okay, der ist jetzt schon eine Woche drüber, das ist dann doch ein bisschen unangenehm für die Leute auf der Straße. Da musst du dann noch eine Pauschale draufzahlen. Das kann man sich vorstellen wie der Wahlkampf hier in Deutschland und dass dann da steht, hier könnte deine Oma hängen und so. Na, hätte Merkel noch 4 Jahre gemacht, da wäre das ähnlich geworden. Wahrscheinlich, Also, wahrscheinlich, die ja. hat keinen Bock mehr. Nee, nee, Ja. auf keinen Fall. Okay, interessant. Die Taliban also sehr progressiv, kann man sagen. Sehr progressiv tatsächlich, ja. Sie treten nicht nur auf irgendwelchen Schwänen, auf irgendwelchen Tretbooten und gehen ins Fitnessstudio, nein, sie fangen jetzt auch, sie werden bürokratischer. Ja, das ist ja immer ein Zeichen für Weiterentwicklung und für Ja, keine Frage. einen guten deutschen Staat, der da gerade entsteht. Es ist nicht mehr so willkürlich, dass du einfach jeden aufhängen darfst draußen und jeden hinrichten darfst einfach. Ist wie mit Wäsche. Das auch Stimmt. muss ich noch mal ganz kurz reingrätschen und sagen, wie dumm die Leute damals waren, als ich noch bei der Bodelschwingstraße in der Nähe gewohnt habe. Da bin ich immer über den Rasen gegangen, um abzukürzen, zum Bus zu kommen. Oh, das geht gar Und nicht. dann kommen die Omas daraus und sagen, was fällt dir ein, hier über die Wiese zu gehen? Und dieser Weg führt mich literally an so Wäscheständern vorbei. Wie kommt man denn zu diesen Wäscheständern, wenn nicht über die Wiese? Ja. Also, was ist denn das für eine dumme Scheiße? Geheuchelt. Ich dachte jetzt, du meinst dieses Verbot, dass man auf Diese Omas sollten an diesen Wäscheständern hängen, wollte ich sagen. warum nicht? Taliban, ich beantrage. Ich meine, wir dürfen auf unserem Balkon zum Beispiel keine Unterwäsche aufhängen. Störungsbla oder Weil was? es Menschen sehen könnten von außen. Ich habe gehört, dass es verboten ist, außen, wie im asiatischen Raum, außen an den Balkon die Wäscheständer so festzubinden, weil es zu gefährlich ist. Ja. Das würde ich eigentlich echt gerne machen. Ah. Weil das spart halt Platz. Und du hast einfach dauerhaft Aber da so einen triffst du hier Wäscheständer. jemanden? Wenn es runterfällt, meinst du? Weiß ich Unwahrscheinlich. nicht. Naja. Gut, was gehen wir der Woche? Letzte Woche war so eine 8,5, diese Woche. Wir hatten Morde, wir hatten Totschlag, Stechen, dies und das, wir hatten Bögen, da ging schon einiges. Ein Kanzler tritt kurz zurück. Dann diese komischen YouTube-Künstlerinnen, die irgendwelche Experten interviewen und dafür gesperrt worden sind bei YouTube. Shatner am All. Da ist schon was. Amoklauf, also ist schon was passiert. Es ist was passiert, aber für 8,5 fühlt sich das für Nee, mich nee, nicht nee, an. nee. Also da weiß nicht, da fehlen mir noch so ein bisschen die Bänger. Aber ich finde, eine 7 ist schon gerechtfertigt. Eine 7 fühle ich auch, würde ich sagen, ja. Ja. Doch. Jetzt wurde auch noch eingeführt, dass auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt die 2G-Regel ist. Da dürfen nur noch Geimpfte und Genesene auf den Weihnachtsmarkt. Und da wollen einige jetzt nachziehen, viele Geschäfte, Weihnachtsmärkte. Alter, Zwiebelmarkt war Spannend. natürlich auch noch, ne? Das haben wir jetzt Ja, gar nicht erwähnt. ja. Das ist ein Großevent und ein Superspreader-Event wahrscheinlich auch, Da gab es denn echt viel Kritik. ja, erstens hat da auch keiner so wirklich Maske getragen und zweitens gehen die Zahlen hoch bei uns. Wir sind irgendwie gerade echt bei einer hohen Es ist Inzidenz. heftig, ja. Ich kann auch nochmal schauen, ich habe diese App drauf. Darf ich das? So. Vor 20 Stunden das letzte Update, Inzidenz von 142. Ich habe Das hier ist, okay, das 158,2 ist habe wahrscheinlich ich. schon aktueller. Von heute, genau. Überleg dir mal, das ist Und halt, Hildesheim im Vergleich 38. naja, das ist dreimal so hoch wie der deutsche Durchschnitt. Also Weimar Ja. ist gerade echt nicht so geil, muss ich sagen. Deutschland hat so 70. Aber ganz Thüringen ist hoch. Eine Erfurt 147, Thüringen an sich 129, in Hildesheim 38. Das ist schon beachtlich. Wobei Ja. Inzidenzen jetzt auch nicht alles aussagen, aber im Vergleich zeigt das schon irgendwie, wo es brennt und wo es Ja. nicht brennt. Und ich habe ja jetzt auch Geburtstag und will den ja auch feiern und ich werde es vielleicht canceln, Du wenn die Zahlen sondierst so hoch gerade, sind. oder? Ich sondiere gerade noch, genau. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, Tino. True. Aber ja, aktuell ist die Tendenz nicht ganz so geil. Obwohl ich ja gerade beim Durchscrollen sehe, 8. Oktober, wann war der? Ja, es ist schon, also da einen Zusammenhang zum Zwiebelmarkt zu sehen, ist jetzt nicht so weit hergeholt. Meinst du? Ja, also am 8. war noch 60er Inzidenz und jetzt haben wir hier 160.
Aber Intensivbetten sind nicht, also es sind trotzdem weniger, die jetzt auf Intensivbetten liegen. Siehst du ja auf der App, darf ich Weil das? vielleicht jetzt auch Geimpfte da angesteckt sind, aber die landen Ja. ja eher nicht im Krankenhaus. Ja. Deswegen, Leute, impfen lassen. Das rettet Leben und sorgt dafür, dass weniger Menschen angesteckt werden. Yes, cool. In diesem Sinne war das der Podcast, würde ich Das sagen. war's. Das war's, wir packen zusammen. Die Musik spielt im Hintergrund leise an. Wie geil ist das denn eigentlich? Ja, habt eine schöne Woche. Luisa und Jonas, aufstehen. Ja, es ist Zeit. Und wir sehen uns nächstes Mal. Es gibt Ja. ja vielleicht noch den einen oder anderen Hörerwunsch in der Pipeline. Ich Und muss noch eins sagen, sorry, ja, ich habe oh es Gott. versprochen. Und zwar, Alexander Markus hat ein neues Single veröffentlicht mit Heike. Donnernde Katze hat mir den Link noch geschickt vor ein paar Tagen. Ich habe mir jetzt beim Zähneputzen gehört. Heike, du hast mich zerstört. Ist ein Geiler Banger oder Song, was? übelst geil. Dankeschön für diesen wertvollen Tipp. Na gut, dann Alexander Markus, danke dafür. Unsere Musik ist aber trotzdem besser. Die ist jetzt so laut, dass man Ja. fast nichts mehr versteht. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.